Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein Messer von Mike van Dijk, Michael Teichmann. Oh, a man's knife. Steckst du da rein? Will mich ja nicht schneiden, wenn ich euch das vorlese. Also, Man's Knife, D2 Stahl und gehärtet bei Jürgen Schanz auf 60 Rockwell. Wenn der schon, also wenn er schon bei Jürgen Schanz härten lässt, habe ich keine Zweifel, dass das geil ist. Mike van Dijk, Name hat er von mir, baut die Messer. Guckt euch das mal an. Ist das Wahnsinn? Grüne Liner. Wow. D2, Hammer, Hammer. So ein bisschen rustikal gelassen hier auf der Flanke, seht ihr? Und die Schneide ist spiegelpoliert. Heiliger Strohsack. Handgemachte Lederscheide, alles made in Germany. Mike van Dijk macht das auf selbstgebauten Maschinen. Also der hat noch nicht mal einen Fuhrpark gekauft, der hat ihn auch selber gebaut. Das nenne ich mal Enthusiasmus. Gleich vorweg, das ist ja so ein Verkaufen-Anschubs-Video für ihn. Hier, Drainage Hole, der denkt an alles, der Junge. Möchte so roundabout 200 dafür haben. Ich habe es nicht benutzt, weil ihr sollt ja kein benutztes Messer bekommen. Aber jetzt gucken wir mal, ob keiner guckt. Dann gehen wir mal an die Maße. Und hier schön in der Warnerheide. Hier bin ich unheimlich gern. Sieht hier unten so ein kleiner Bach und so. Und wir laufen da oben Wildschweine lang. Die registrieren mich, aber laufen dann einfach weiter. Oder die haben dann auch Überläufer und sowas dabei. Muy bueno. So. Also, die zwei. Mein Review-Kit. So, mal die Handschuhe hier ausziehen. Eine Gesamtlänge von, ja. 35 cm. Nie im Leben, kleiner Peter. Hammer! 35 und Klingenlänge. Das ist ein bisschen fummelig heute. Fast 22 cm. Das Ding nicht so geil in der Hand. Bombe! Und dann hat er. Klingenstärke von 0,45 cm, also fast einen halben Zentimeter. Also da ist ausreichend Platz für eine gute, dicke deutsche Wursthand. Ja? Mal gucken, ob das es noch tut. Das wird schon länger nicht mehr benutzt. Ist halt ein bisschen frisch.406 Gramm. Also ich meine, das ist schon eine Macht, ne? Ich sag doch immer Fliegeralarm, wenn ich drehe. Die wollen nur auf mich achten. Wenn ihr das mal seht. Hier. Irre, oder? Die Flanken, die sehen aus wie. Oh. Ja, als wenn die so ein bisschen leichten Hammerschlag hätten. Schöne Grooves.
zwei Schrauben, eine Hülse. Mal gucken, ob er dran gedacht hat. Falls nicht, muss man das Lanyard ein bisschen kürzen. Hat man nämlich dann den Lofty Wiseman D-Griff, den ich ja so schätze. Aber ein bisschen knapp, gut, macht man so ein bisschen anders. Wir haben so ein Saber Grind mit der zweiten, also mit einer Phase. Ausreichend Fingerschutz, Schleifkerbe, hat er dran gedacht. Und alles tadellos, hier ist an den Übergängen nichts tadellos. Das ist echt symmetrisch gearbeitet. Wahnsinn. Habe ich jetzt irgendwo... Ich will jetzt hier keinen grünen Ast abschneiden oder so. Ah, den kriege ich so geil in der Hand mit Bundeswehrhandschuhe. Ist das geil oder ist das geil? Völliges Ding. Na komm, einmal will ich es mal ein bisschen benutzen. Geilomat. So, kommen wir mal zur Scheide. Die ist schön gefärbt. Sieht ein bisschen rustikal aus. Messerlicht übrigens. Toll in der Scheide drin. Zack, habt ihr es gehört? Das kommt hier nicht raus. Ja, wie ich schon sagte, Drainage Hole. Bevor die Deutschen wieder meckern. Entwässerungsloch? Ja, okay, Entwässerungsloch. Sehr schön gearbeitet. Alles sehr sauber. Toll, echt klasse. Ja. Fürs Bushcraften. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, wäre mir zu groß fürs Bushcraften, aber ich sag mal so, mit 400 Gramm ist das Messer wirklich noch gut dimensioniert. Vom Gewicht her führig und man hat mehr Schnittfläche. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich finde es geil. Ich stehe auf große Messer, ihr wisst es. Ja, ich habe ja nun mal zwei von Ron Hood. Das eine ist von, das von Tops Knives? Tops Anaconda. Und das Buck Hoodlum. Ich stehe auf so große Dinger. Kann man jetzt falsch verstehen. Ich stehe auf große Dinger. Also die Scheide ist sehr ordentlich gearbeitet. Ja? Ihr seht die Nähte. Auch schön verarbeitet und da hat er zack. Jetzt, was willst du mehr? Ja, was gibt es zu dem Messer noch zu sagen? Nicht viel außer Mike, geile Arbeit. Handmade in Germany. A man's knife. D2. Meine Güte. Mikata Griffschale. Grüne G10-Liner. Mike, kleine Idee fürs nächste Mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich habe es nicht getestet, aber wenn du Liner nimmst, die nachts leuchten. Wäre das was? Alrighty then. So, das ist ja ein First Impressions, kein richtiges Review über das Man's Knife von Mike van Dijk. Mike, ich stehe da drauf. Ich würde es mir kaufen, aber ich halte meinem Augenblick ein bisschen meine Kohle zusammen, sonst ich muss noch aus der letzten Beziehung ein paar Sachen bezahlen und naja, gut, Kollateralschäden. Für mich ist das Messer ein voller Zehner, also 10 von 10 Punkte. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wer das haben will, der Mike will ca. 200 dafür haben. Plus Versand, ja,
Ich packe mal den Link zu ihm auf Facebook rein. Da könnt ihr euch mit ihm in Verbindung setzen, wenn ihr es haben wollt. Und dann schicke ich das vielleicht sogar schon zu euch. Oder zu dir, je nachdem, wer gerade zuguckt. Handmade in Germany. 200 Ocken. Da kriegst du in Deutschland so kaum kein Messer für. In der Größe, mit der Verarbeitung und dieser handgemachten Lederscheide. Ich zeig dir nochmal. Ist die geil? So, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Heute ist Mittwoch, der 13. Mittwoch, der 13. Januar 21. Ihr seht, das Video ist brandaktuell. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madio, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Euer Waldmeister.